Hallo, ihr Lieben. Ich melde mich wieder von zu Hause aus, wie ihr sehen könnt. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet, habe ja ein bisschen eine Frequenz noch vom Sonnenuntergang gemacht. Wir sind gestern um 9:30 Uhr ungefähr angekommen. Und wir sind ja, also von Bosnien, als wir einkaufen waren, noch in diesem Shoppingcenter, sind wir um 9:20 Uhr, 9:30 Uhr losgefahren. Das heißt, wir haben tatsächlich regulär die 12 Stunden gebraucht, die man sowieso braucht, obwohl wir über eine Stunde im Stau standen und auch so immer mal wieder mit Baustellen zu tun hatten und so weiter und so fort. Also dafür sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen, aber trotzdem war es einfach eine sehr anstrengende Fahrt. Normalerweise fahre ich immer 6 Stunden durch, meine Schwester fährt 6 Stunden durch. Dazwischen, wo wir dann halt eben wechseln, machen wir eigentlich nur eine Tankpause bzw. die Vignetten holen. Und gestern war es echt so, dass wir maximal immer 3 Stunden gefahren sind. Wir haben echt alle 2, 3 Stunden gewechselt, weil wir beide so hart müde gewesen sind. Ich habe zwischendurch, als wir eine Stunde im Stau standen, habe ich die eine Stunde geschlafen. Das hat ganz gut getan, weil ich dann nämlich dann, ich glaube, ich bin dann 3,5 Stunden oder 4 Stunden am Stück gefahren. Das war aber das Maximale, sonst haben wir wirklich alle 2, 3 Stunden gewechselt. Pibilias ist hier gerade am Trinken. Kann man Satz? Ja, ansonsten. Ja, es war halt echt eine krasse Fahrt, muss ich echt sagen. Also das war schon, sowas hatten wir schon lange nicht mehr gehabt. Wir sind zwar ganz gut, wie gesagt, wir sind nur so früh wieder zu Hause gewesen, weil wir halt relativ schnell gefahren sind. Also die Zeit, wo wir dann 1, 2 Stunden wieder fit gewesen sind, dann sind wir halt auch mal schneller gefahren. Vor allen Dingen dann zum Schluss in Deutschland, wo es halt keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Da sind wir halt, haben wir das Auto schon gut durchgetreten. Aber wir hatten genauso viel Stau und ständig, gerade im Raum von Nürnberg nach Frankfurt, das ist eine Katastrophe. Ich meine, ihr wisst ja, ich habe euch schon so oft mitgenommen, als ich damals immer nach Nürnberg gefahren bin. Das ist echt unzumutbar, wie viel Baustellen es in Frankfurt, also beziehungsweise generell in Deutschland gibt. Das ist echt krass. Joa, aber egal, wir sind heile angekommen. Ich bin auch gestern hier reingekommen. Der Lias hat schon geschlafen. Ich habe wirklich mich nur ausgezogen und bin ins Bett gefallen. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte absolut nichts mehr tun. Ich habe nichts getan. Doch, ich bin auf Toilette gegangen, aber das war's. Also, ich bin einfach und ich bin heute Morgen tatsächlich, Leute, um 10:30 Uhr erst aufgestanden. Ich war zwischendurch zwar wach, der Elias wollte ja seine Flasche und hat immer wieder seinen Nuki verloren und so weiter, aber ich bin erst um 10:30 Uhr aus dem Bett raus und das hat so gut getan. Mir geht's wirklich gut. Wir haben auch schon die ganzen Koffer ausgepackt. Ich habe 2 Maschinen schon gewaschen, 2 Maschinen warten jetzt noch auf mich. Die Bettwäsche, also Bett möchte ich noch frisch beziehen, aber ansonsten ist eigentlich jetzt auch schon alles ready. Der Jason hat Gott sei Dank nirgendwo hingepinkelt in der Zeit, wo wir weg waren, also die Wohnung steht noch, es ist alles in Ordnung. Mir ist beim Aufräumen also gestern beim Packen aufgefallen, ich hatte noch 2 Sachen gekauft, die ich euch nicht gezeigt hatte, und zwar waren das einmal diese Ohrringe hier. Die habe ich zum Kleid angehabt auf der Hochzeit, habt ihr ja wahrscheinlich dann schon gesehen. Genau, die habe ich auf den Markt geholt und dann solche hier, solche Chanel Lookalike Fake Dinger. Genau, diese 2 Sachen hatte ich noch gekauft gehabt. Joa, also wir haben jetzt mittlerweile 3 Uhr nachmittags und der Tag bestand eigentlich nur darin, dass wir die ganzen Koffer ausgepackt haben, hier klar Schiff gemacht haben und so weiter. Ich habe eine Schublade noch repariert in der Küche, die ist kaputt gewesen. Ging nicht mehr richtig auf und zu, habe da mal ein bisschen ausgemistet, Sachen weggeschmissen und so weiter und so fort. So, der Plan jetzt, weswegen wir uns auch angezogen haben, fertig gemacht haben, mein Freund, meine Schwester, Bibilias und ich werden jetzt in den Skyline Plaza fahren und wir werden dort in ein Reisebüro gehen und sagen, hier, das, das, das wollen wir. Habt ihr was oder habt ihr nichts? Wir haben nämlich keinen Bock mehr, wir haben jetzt gerade wieder 2 Stunden lang gesucht und wir finden einfach nichts. Das ist so krass. Jedes Mal, wenn dann da so Angebote sind mit 6, 7, 8, 900 Euro, wenn du dann draufklickst, will ich buchen und kommst dann weiter, dann sind auf einmal irgendwie, ist man nicht mehr bei 600, sondern bei 1000 auf einmal pro Person. Und das ist so richtig nervig einfach. Und deswegen hat mein Freund jetzt gesagt, ey, gebt euch das nicht mehr, geht jetzt in ein Reisebüro und schaut, ob ihr da was bekommt. Meine Schwester hat auch gesagt, wir schauen jetzt im Reisebüro, gucken, ob die das haben, was wir haben wollen. Und wenn nicht, dann lassen wir es. Wir haben jetzt zwischendurch nämlich heute Morgen gesagt, dass wir mit dem Auto nach Amsterdam fahren. Es sind 6 Stunden von Frankfurt. Jeder würde 3 Stunden fahren. Das ist gar keine, also das geht ja alles noch. Und dann haben wir in Amsterdam einfach nach Hotels geschaut und wir dachten, ach, wir kriegen da vielleicht für 400, 500, 600 € was Pustekuchen. Die sind genauso teuer, wie wenn wir jetzt nach Griechenland fliegen würden. Also richtig krank einfach. Deswegen, wir werden jetzt, also wir sind gerade so ein bisschen auf Griechenland. Also es kann aber auch Türkei sein oder irgendwas.
Genau, wir wollen halt auf jeden Fall ein All-Inclusive-Hotel haben. Etwas, was am Strand ist, was noch mit den Temperaturen ganz angenehm ist. Ein Direktflug von Frankfurt. Ich möchte nicht nach Frankfurt fahren oder weiß der Geier woher. Also das ist auch noch ganz wichtig. Genau, das sind so unsere Wünsche. Und natürlich soll das Ganze nicht 2000 Euro kosten. Und dann halt so zwischen 5 und 8 Tage halt. Joa, deswegen werden wir jetzt in Skyline Plaza gehen. Auch weil wir unsere beiden Kühlschränke sind leer. Wir müssen erst noch einkaufen gehen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal Mittagessen dort. Dann gehen wir nach den Flügen oder generell nach dem Urlaub schauen. Dort zwei, drei Sachen zurückgeben. Ich werde jetzt die Kleider auch, die fliederfarbenen Kleider zurückgeben. Habe ich jetzt gerade schon gemacht. Das werden wir aber gleich hier vorne am Kiosk machen. Dann fahren wir im Anschluss, wenn wir alles fertig haben, noch zu meiner Mama und geben ihre Gepäckstücke ab. Da hatte ich gestern Abend keinen Nerv mehr zu nach der langen Reise. Und das war's. Das ist so unser Tag und ich würde sagen, ich nehme euch so gut es geht ein bisschen mit. So, jetzt wird erstmal chinesisch gegessen. Man kann sich alles drauf machen auf dem Teller, was man möchte. Und es kostet einen derselbe Preis. Hallo. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause. Ich habe euch, glaube ich, nur gerade kurz... Wo habe ich euch denn mitgenommen? Beim Essen, genau. Wir waren chinesisch essen gewesen. Danach habe ich noch einen Smoothie bei McDonald's getrunken oder mitgenommen. Und dann waren wir im Reisebüro. Oh, Katastrophe. Also wirklich, ich habe zu der Frau dort auch gesagt, die uns beraten hat. Ich habe gesagt, sowas wie Last-Minute-Angebote, das gibt es doch überhaupt gar nicht. Ganz ehrlich, man sagt ja, wenn man Last-Minute irgendwas bucht für innerhalb einer Woche oder zwei Wochen, dann gibt es die besten Angebote. Sie hat gemeint, nee, sowas gibt es auch tatsächlich nicht. Also man kriegt die besten Angebote, wenn man weit im Voraus bucht. Genau, weil Last-Minute-Angebote gibt es nur gute, wenn man extrem flexibel ist. Das bedeutet, von der Zeit her flexibel ist, von den Flughäfen vor allen Dingen flexibel ist und auch vom Ort flexibel ist oder auch sagt, ach, ist auch nicht schlimm, wenn es zwei Sterne sind oder wenn es nur Frühstück dabei ist und so weiter, ja. Bei uns ist es ja so, wir suchen halt etwas mit Vollpension oder All-Inclusive. Das ist halt mit Baby einfach besser und es kommt darauf an, wo man ist. Weil wenn man zum Beispiel in Ägypten ist, bringt das überhaupt gar nichts. Also da, wo wir zum Beispiel gewesen sind, in Hurghada, hätten wir uns da eine Halbpension zum Beispiel nur genommen, wir wären aufgeschmissen gewesen. Also wir haben ja auch Leute getroffen oder kennengelernt im Hotel und die Halbpension hatten, die haben auch gesagt, das wird richtig teuer, weil das ist ja war eine 5-Sterne-Anlage. Und wenn man dann dort mal noch abends mitessen möchte, ist es richtig teuer. Und die dachten halt alle, da gibt es vielleicht außerhalb was und da gab es ja einfach nichts. Also man konnte zwar in die anderen Hotels essen gehen, aber draußen zum Essen gab es einfach gar nichts. Und das ist halt so eine Sache. In bestimmten Ländern lohnt es sich, zum Beispiel nur Frühstück zu nehmen, aber das ist eher so, würde ich sagen, in Europa. Ja, also wenn man natürlich, wenn man in Spanien zum Beispiel ist oder Italien, da ist ja viel los, da kann man dann auch mal irgendwo eine Pizza essen gehen oder, das ist ja gar kein Thema. Aber in manchen anderen Ländern ist es halt nicht so die Möglichkeit. Und wir haben zum Beispiel viel jetzt nach Griechenland geschaut. Und gerade so bei Kreta und sowas gibt es schöne Hotelanlagen und so weiter am Strand oder in der Nähe vom Strand. Aber drumherum ist einfach nichts. Man muss wirklich eine Zeit lang in die Stadt fahren, um dann da irgendwie... Okay. Okay. Beide Katzen liegen da und chillen. Naja. Auf jeden Fall haben wir nichts gebucht. Wir haben echt nichts gefunden. Das ist einfach übertrieben überteuert. Also, ja... Unsere Ansprüche waren halt eben, wie gesagt, so Vollpension oder sogar All-Inclusive, je nachdem, wo man halt eben dann, was das Ziel ist. Gerade mit Kind habe ich keinen Bock, dann da erstmal, was weiß ich, wo in die Stadt fahren zu müssen, um irgendwie was zu essen. Und gerade halt auch mit dem Wasser ist es halt sehr wichtig, wegen Lias seinem Trinken zum Beispiel oder sein Essen zuzubereiten. Wenn man dann jedes Mal sich da erstmal Sixpacks irgendwo besorgen muss und es vielleicht nichts in der Nähe gibt und so weiter. Also ja, egal. Das war halt einer unserer Ansprüche und dass es halt ein Direktflug ist. Genau. Und dass es von Frankfurt direkt geht. Weil ich hatte auch keinen Nerv, da jetzt irgendwie, keine Ahnung, erstmal nach Düsseldorf. Von Düsseldorf aus gab es zum Beispiel auch relativ gute Flüge. Aber trotzdem, also das günstigste war 800 Euro pro Person. Das ist wirklich das günstigste. Und selbst das war kein super tolles Hotel gewesen, dass man sagen könnte, boah, geile 4-Sterne-Anlage zum Beispiel, wirklich, wo man alles hat, in der Nähe vom Strand und. Selbst das war, also es war noch nicht mal das gegeben. Also wenn man wirklich irgendwas ganz, etwas haben wollte, wo man sagt, ja, das ist in Ordnung,
es ist auch egal, ob es eine 3- oder eine 4-Sterne-Anlage ist. Man darf halt nie mit Deutschland vergleichen. Das ist halt das Ding. Genau. Also, ich brauche da jetzt auch keinen Luxus überhaupt, ja. Also, darum geht es mir überhaupt gar nicht, sondern mir geht es in erster Linie um die Sauberkeit. Und Sauberkeit ist wirklich in manchen Ländern echt nicht so hundertprozentig gegeben. Das ist so eine Sache, da muss man echt schon teilweise in 5-Sterne-Hotels gehen, dass man safe sein kann. Aber naja, ist ja auch egal, da ist ja, hat ja jeder so seine eigenen Ansichten. Aber das, was wir halt eben so wollten, gab es halt wirklich überhaupt gar nicht. Also, ja, halt dann von anderen Flughäfen, aber da hat man auch vielleicht seine 100 Euro gespart. Und ja, für den Aufwand, da mit Kind und Kinderwagen und überhaupt alles drum und dran, da erstmal dann zu einem anderen Flughafen zu kommen, das wollen wir uns diesen Stress gar nicht erst antun. Also wir haben jetzt letzten Endes nicht gebucht. Wir haben jetzt auch gesagt, wir lassen es, wenn wir irgendwie durch Zufall die nächsten Tage nochmal auf irgendwas stoßen. Meine Schwester hat noch volle 2 Wochen Urlaub, mein Freund hat auch noch volle 2 Wochen Elternzeit. Ich bin ja eh flexibel. Dann gucken wir einfach mal. Wir haben jetzt auch heute Morgen mal geschaut wegen Amsterdam. Haben gedacht, oh ja, wir fahren halt mal die 6 Stunden und Pustekuchen. Dort ist es genauso teuer. Also wirklich auch um diesen Preisbereich, was ich gerade gesagt habe. Und teilweise noch teurer. Und bei aller Liebe, nein. Und die Preise, die ich gerade genannt habe, waren immer zwischen 5 und 7 Tagen. Also meistens waren es 5 oder 6 Tage, die wir jetzt geschaut haben. Und dann ist es bei 800 Euro aufwärts losgegangen. Ja. Genau, also es ist im Prinzip ist es auch in Ordnung, aber wenn man dann wenigstens das bekommt, was man sich ungefähr vorstellt, also wie gesagt, ein Direktflug oder dann halt eben eine Vollpension und dass es auch in der Nähe vom Strand ist, dass man da nicht erstmal noch, was weiß ich, mit Bus und Bahn hinfahren muss, so in etwa. Naja, egal, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben jetzt nichts gebucht, weil wir einfach nichts gefunden haben, was unseren Vorstellungen irgendwie gerecht geworden ist. Und deswegen haben wir gesagt, bevor wir jetzt irgendwas buchen, nur dass wir weg sind, bringt ja auch nichts letzten Endes. Deswegen haben wir es gelassen. Genau, und ja, danach sind wir eigentlich nur noch mal kurz so ein paar Sachen erledigen gegangen. Meine Schwester hat ein Kleid zurückgegeben und dann waren wir noch kurz bei Vodafone gewesen, weil wir da was klären wollten. Und genau, jetzt sind wir, dann waren wir beim Aldi jetzt, haben wir wirklich einen Großeinkauf gemacht, für die nächsten Tage zumindest. So groß kann man ja nie einkaufen, weil wir hier keinen Platz haben. Also wir haben jetzt für die nächsten 3 Tage, also 3 Mittagsmahlzeiten sozusagen eingekauft. Genau, dann habe ich wir sind gerade reingekommen, mein Freund hat alles verräumt und ich habe den Lias direkt seinen Brei gegeben, weil der hatte, es war jetzt seine Zeit und heute war Lias sein Quengeltag. Ja, der hat heute wirklich viel gequengelt und gemeckert und wollte nicht schlafen. Deswegen habe ich ihm jetzt seinen Brei gegeben, habe ihn jetzt direkt gebadet. Der hatte es dringend nötig. Habe ihn direkt gebadet und direkt ins Bett gelegt. Habe ihn jetzt wirklich so beim Einölen auch ganz langsam gemacht und das Licht schon ausgehabt, nur das leichte Licht angehabt, ihn schon so in Schlafstimmung gebracht, habe ihn hingelegt und er ist direkt eingeschlafen. Also keine Chance, dass er noch länger wach geblieben ist. Habe jetzt gerade die nächste Wäsche schon angemacht, die nächste Wäsche hochgeholt, die nächste Wäsche in den Trockner reingemacht und so weiter. Ist eigentlich alles erledigt. Ach, bei der Apotheke war ich gerade noch. Ich habe mir jetzt hier so eine Brand- und Wundgel geholt. Oh Gott, Leute, das sieht aus. Ey, schaut mal. Richtig hässlich. Wobei es jetzt noch gut aussieht, in Anführungszeichen gut, soweit man es gut sagen kann. Oh Gott, ihr wackelt ganz schön. Gestern auf der Fahrt hatte das ganz viele Bläschen, also wirklich, da waren überall Blasen, das sah wirklich schlimm aus. Und ich habe Kaufmanns Babycreme, diese Wund- und Babycreme, diese Popo-Creme drauf gemacht und dann sind die Bläschen relativ gut weggegangen. Aber ich will jetzt, dass es auch natürlich, hier steht auch kühlend, heilungsfördernd, feuchtigkeitsregulierend und schützend. Ja. Mal gucken, ob es was bringt. Ich hoffe, dass es halt viel heller wird und dass es nicht so eine eklige Narbe bleibt. Also es tut überhaupt nicht mehr weh oder sowas, Gott sei Dank. Aber es sieht halt echt, es hätte so echt nicht sein müssen. Ich war am Locken machen halt eben und bin dann so leicht, hat den Lockenstab hier gerade gehabt und mit dieser Hand die Locke gehalten und wollte dann die Locke lockern und mit dem Lockenstab dann raus. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe und bin dann irgendwie hier so dran gekommen. Das ist gerade so die Spitze vom Lockenstab. Und hier oben bin ich auch leicht dran gekommen, aber da, ja, man sieht schon so einen kleinen Punkt. Da werde ich auf jeden Fall auch mal die Salbe drauf machen. Richtig ätzend und total unnötig, echt. Naja, egal.
vorhin, als wir rausgegangen sind, ist der Postbote uns entgegengekommen und dann habe ich direkt gefragt, ob er Pakete für mich hat. Er hatte zwei Päckchen, das andere habe ich jetzt leider Gottes im Auto gelassen und ich habe auch gar keinen Bock rauszugehen. Zeige ich euch dann morgen oder übermorgen. Und das eine Päckchen war oder ist die Bettschlange, die ja falsch geliefert wurde. Vor dem Urlaub kam ja so eine Bettschlange an, die habe ich euch ja schon gezeigt. Dieser geflochtene Zopf kam ja in Rosa an und dann habe ich mit denjenigen angeschrieben, wo ich die her hatte. Übrigens habe ich die von Amazon. Da hatten viele von euch gefragt gehabt und ich glaube, ich habe es in dem Blog vergessen zu sagen oder auch zu verlinken. Also diesmal werdet ihr den Link in der Infobox finden. Ich hatte ihn auch im letzten Blog nochmal nachträglich reingesetzt, aber vielleicht haben das dann viele nicht gesehen. Also ich habe die Schlange von Amazon gekauft und der Link ist in der Infobox. Was die gekostet hat, weiß ich echt nicht mehr, aber es war nicht viel gewesen. Also schaut da gerne mal vorbei. So ein Geknisterer. Genau, und die gibt es in verschiedenen Farben. Und ich habe sie jetzt hier eben in diesem Mintton. Es gibt sie auch noch in Babyblau und in Rosa. Und es gibt auch die Möglichkeit, hier diese Zöpfe, sind ja drei Zöpfe, in Weiß, Grau und dann Rosa oder Babyblau, je nachdem. Genau, aber dadurch, dass er ja so viel Weiß und Grau und so weiter auch schon hat, das Bett ist ja komplett weiß, habe ich gedacht, ich bringe da mal ein bisschen Farbe rein. Und die ist, glaube ich, 1,50 Meter lang, soweit ich mich jetzt nicht täusche. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es verschiedene Längen gibt, aber ich glaube, es gab 1,50 Meter, war die jetzt gewesen. Die ist auf jeden Fall richtig weich, extrem weich. Und ich brauche die halt eben dafür, dass ich die ins Bett reinlege, weil der Lias, der dreht sich und dreht sich und dreht sich. Vor allen Dingen morgens dreht er sich dann und guckt durch die Stäbe, weil ich habe so ungefähr bis zur Mitte vom Bett habe ich ja dieses Nestchen drin und den Rest habe ich ja extra offen gelassen, dass es auch schön durchlüften kann und so weiter. Durchlüften, es lüftet auch von oben durch. Manche übertreiben es da auch total. Ich bin da ja nicht so, ich sage Nestchen vollkommen in Ordnung. Ich habe es halt aber nur bis zur Hälfte vom Bett gemacht und der dreht sich vor allen Dingen morgens ganz, ganz gerne oder wenn er schwer einschläft und dann stößt er wirklich mit seinem Kopf gegen die Stäbe. Das geht halt nicht. Deswegen möchte ich das hier so machen, dass er dann mit dem Kopf hier dran stößt und nicht mehr gegen die Stäbe. Genau, aber ich denke, ich werde das vielleicht doch einmal durchwaschen. Ist das irgendwie fest? Oh nein, also man kann das auch aufmachen, wenn man möchte und dann selber flechten. Aber ich denke, wenn ich das einmal durchspüle, also riechen tut es nicht irgendwie komisch nach Chemie oder sowas. Das ist schon mal gut. Ich habe es hier falsch wieder zusammen gemacht. Soll ich das jetzt waschen? Doch eigentlich schon. Da kommt ja da mit seinem Gesicht dran. Steht zwar nicht, dass man es waschen darf, aber da ist jetzt auch, es fühlt sich wie ganz normaler Kopfkisseninhalt an. Also jetzt nicht irgendwie, ja. Doch, doch, ich glaube, ich werde das einmal durchspülen. Vielleicht ganz leicht, auf pflegeleicht mit 30 Grad. Habe ich ein besseres Gewissen. Genau, also richtig schön, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr, sehr schönes, weiches Material auf jeden Fall. Super, super weich. Könnte ich selber drin kuscheln. Ja, Link findet ihr auf jeden Fall in der Infobox. So, wir haben jetzt 20.09 Uhr und wir werden jetzt Bachelorette gucken. Ich habe es zwar letzte Woche verpasst, weil ich ja nicht in Deutschland war, aber ich lege mich jetzt wirklich auf die Couch. Ich wollte eigentlich heute so einen gechillten Tag machen, aber irgendwie war es dann doch relativ viel jetzt mit dem Shopping Center. Wir haben zwar nicht geshoppt, aber einiges jetzt erledigt und Lebensmittel eingekauft. Ach so, auf dem Rückweg nach dem Aldi-Einkaufen waren wir noch bei meiner Mama gewesen und haben ihr mal ihren Koffer gebracht und die ganzen Sachen, die sie eben noch hatte, im Auto hatte, genau. Ja, keine Ahnung, wie es jetzt auf einmal schon 20 Uhr ist. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts gemacht, aber ja gut, ich habe schon viel gemacht auf jeden Fall eigentlich. Ja, deswegen passiert jetzt auch nichts mehr und ich würde sagen, ich melde mich morgen wieder bei euch. Ich weiß noch nicht genau, was morgen passiert. Doch, ich weiß, was morgen passiert. Kurze Vorab-Info. Wir werden nämlich morgen früh, ganz, 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 ganz früh schon in die Stadt gehen, weil mein Freund seinen Laptop, der war ja kaputt gewesen und der hat den zur Reparatur gebracht und jetzt muss aber irgendwas von Apple, also der hatte das bei Mediamarkt zur Reparatur gebracht und jetzt muss von Apple aber wieder seine Festplatte oder sowas eingebaut werden. Keine Ahnung, total kompliziert. Auf jeden Fall werden wir das da direkt früh machen und dann werden wir zu seinem Bruder gehen, der hat nämlich ein Restaurant und da werden wir zum Frühstücken gehen. Und danach würde ich gerne ins Nordwestzentrum gehen und dem Lias einen neuen Kindersitz kaufen. Der Lias wurde nämlich, oder beziehungsweise mein Freund, sein Freund hat meine Mama, den Thomas, den Lias und meinen Freund zum Flughafen gefahren auf dem Hinweg.
Genau, und da hatte er extra für den Dias einen Kindersitz mitgebracht. Es war voll süß gewesen, genau, weil, was heißt weil, der hatte ja sonst die Station nicht zum Einklicken für unsere Schale, die habe ich ja alles schon mit nach Bosnien genommen gehabt. Wie dem auch sei, mein Freund hat auch gesagt, der Lias hat sich in diesem Sitz so wohl gefühlt, dass er einfach auch in Fahrtrichtung sitzt und man konnte mit ihm spielen. Der hat da schön drin gehockt und es war super gewesen. Und es gibt ja auch schon Kindersitze, ich glaube ab 8 Kilo bis 20, 30 Kilo, je nachdem. Und es gibt auch nochmal spezielle Einsitze, habe ich gesehen, für ganz kleine Kinder eben. Also grundsätzlich glaube ich, dass diese Kindersitze, diese richtigen Kindersitze, erst für Kinder geeignet sind, die schon sitzen können, bin ich der Meinung. Also habe ich zumindest, denke ich, schon mal gelesen. Ich weiß es nicht. Aber der Lias fühlt sich einfach in so einem Sitz. Der hat jetzt auch schon wieder die Fahrt geschrien, gemeckert und gequengelt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er heute sowieso seinen schlechten Tag hat irgendwie. Aber der sitzt einfach nicht mehr gerne in dieser Babyschale. Also mein Freund hat gesagt, die haben ja 1,5 Stunden gebraucht, bis zum Flughafen Frankfurt-Hahn zu fahren. Und er hat gesagt, der war die ganze Fahrt über gechillt. Der hat aus dem Fenster geguckt, weil das Ganze ja auch ein bisschen höher ist. Man sitzt ja eher und liegt nicht mehr wie in einer Schale. Der hat gesagt, der hat rausgeguckt, der hat gechillt. Also komplett gesagt, komplett anderes Kind. Der hat den schon ewig nicht mehr so erlebt. Also das ist ja wirklich mittlerweile mit dem Lias nicht so lustig, Auto zu fahren. Schon eine ganze Zeit lang. Es wird auch irgendwie nicht besser. Klar gibt es immer mal Tage, wo er auch ruhig ist. Gar keine Frage. Aber die meiste Zeit ist er wirklich am Quengeln und am Meckern. Und nicht so dieses Weinen, Schreien, sondern wirklich dieses Meckern einfach. Er möchte einfach nicht da drinnen sitzen. Sobald man ihn rausholt, fängt er an zu lachen. Also und mein Freund war so begeistert von dem Kindersitz und hat so davon geschwärmt. Und ich habe gesagt, ja, dann lass uns halt einen kaufen. Dinger sind zwar arschteuer, ich denke, dass wir morgen bestimmt 200-300 Euro ausgeben werden. Mal gucken, es gibt ja auch günstigere. Wir schauen einfach mal, ich werde später noch mal ein bisschen vergleichen, was da so die aktuellen Testsieger sind und überhaupt. Also ich möchte schon was Gescheites kaufen, weil die Dinger, die halten ja jetzt auch ein paar Jahre. Das ist ja jetzt nicht wie bei der Babyschale, dass das ein Jahr eigentlich hält, sondern die halten ja jetzt wirklich einige Jahre. Genau, zumindest bis er so 20, 30 Kilo erreicht hat oder eine gewisse Körpergröße, dann kann man ja wieder andere Sätze benutzen. Naja, also das haben wir auf jeden Fall uns für morgen auf die To-Do-Liste geschrieben. Genau, ich muss auf jeden Fall mich mal, also heute ging es echt nicht, ans Videoschneiden setzen. Es hat nämlich, also heute ist leider kein Video online gekommen. Das, was ich alles in Bosnien vorproduziert hatte, war sozusagen gerade für, also bis gestern auf der Autobahn habe ich noch ein Video online gestellt. Das war der Haul gewesen, wo ich alles eingekauft hatte, wo ich einen langen Haul gemacht hatte. Das war das letzte Video, was jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt online gegangen ist. Genau. Es folgen also noch einige. Ich habe einiges zu schneiden, natürlich auch von der Hochzeit und so weiter, aber ich konnte heute einfach nicht mehr. Also heute ist so, ich habe jetzt auch gerade keinen Nerv. Ich möchte mich einfach mal ausruhen, mich einfach mal ein bisschen runterkommen und ja, genießen einfach mal jetzt den Abend. Ja, vielleicht einfach, wie gesagt, diese Bachelorette zu gucken und mal ein bisschen runterzukommen. Deswegen, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm und ihr seid mir nicht allzu böse. Ich kriege nämlich immer direkt, das ist so süß, Nachrichten, wenn kein Video online gekommen ist, wann ein neues Video online kommt. Ihr guckt meine alten Videos schon. Das ist süß. Ich kriege das regelmäßig von Zuschauern geschrieben. Ich gucke schon deine alten Videos, weil kein neues Video online kam. Wann kommt ein neues Video? Wann kommt ein neues Video? Ja, weil währenddessen wir in Bosnien waren, kam auch ein Video nicht online, weil es da tatsächlich technische Probleme gab. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Es gab ein paar Probleme und deswegen habe ich es einfach nicht hinbekommen. Aber sonst die ganzen anderen Tage, ich war jetzt 8 Tage in Bosnien und einen Tag davon kam kein Video online. Also ich denke, das ist eine ganz gute Resonanz dafür, dass dort wirklich das Internet nicht so gut ist und so weiter und ich da wirklich viel zu tun hatte und viel rumgerannt bin von morgens bis abends, dass ich da das hinbekommen habe mit dem Videoschneiden, denke ich, dass es ganz in Ordnung ist. Also ich hoffe, ich konnte euch da irgendwie zufriedenstellen, dass ihr da genug Videos bekommen habt. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich von heute. Ich versuche euch morgen so gut es geht mitzunehmen. Und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Also macht's gut. Tschüss.